Die allerliebsten Sizzle Brothers haben eine Serie gestartet, wo sie bei verschiedenen Supermärkten Grillutensilien geholt haben. Burger Buns haben sie, glaube ich, auch gemacht. Und wir dachten, wir münzen das mal ein bisschen um, aber schaut auf jeden Fall bei den Sizzlern auch vorbei. Und holen uns aus drei verschiedenen Supermärkten dreimal die gleichen Zutaten für drei verschiedene Burger. Drei. Und da würde ich jetzt ganz gerne mal mit euch durchgehen. Wir fangen verhältnisweise günstig an. Wir haben Zutaten für zwei Burger hier von Aldi. Insgesamt durchgerechnet, ausgerechnet von unserem Mathe-Genius Annika. Man sieht ja ein Bild von ihr, wie sie an der... Hi. Man sieht kein Bild von ihr, ein Bewegtbild von ihr, wie sie an der Uni in Harvard Mathematik studiert. Ich weiß, wer sie jetzt. Ich weiß auch nicht, wie man sich dann verhält. Schlau. Mathe-Mann. Keine Ahnung, Frau. Mathe-Mann. Muss ich mal lieb sein zu Annika, sonst verprügelt die wieder Nina. Das hier wurde ausgerechnet, sind 11,35 Euro für Dos Burgeros. Zwei Burger, weil einmal noch für Thumbnail, nur damit ihr Bescheid wisst. Die Hälfte davon, hier jetzt eingeblendet von Mathe-Genius Nino im Schnitt, ist natürlich das hier. Für einen Burger dann. Für zwei Burger bei Rewe hat man das Sortiment, was man hier voreinander sieht. Das sind 18,50 Euro. Das heißt, wir sind schon mal deutlich teurer geworden. Und dann haben wir natürlich alles noch getoppt und haben aus einem Bio-Supermarkt 24,03 Euro ausgegeben, um die gleichen Utensilien zu bekommen wie bei den anderen. Das Paket, was ich aufgetragen habe, besteht immer aus folgendem. Burgerbrötchen. Dann haben wir Gürkchen. Dann haben wir immer Tomaten. Dann haben wir jeweils eine Burgersoße. Wenn es da keine Burgersoße gab, wie bei Aldi zum Beispiel, vielleicht ist bei euch eine, die haben ja immer ein bisschen andere Sortimentsauswahl, je nach Bundesland auch, gibt es jetzt hier deswegen Ketchup, dann Gürkchen und Fleisch natürlich noch und Käse. Also ein ganz basic Burger, wie man das kennt aus irgendeinem Comic. Wir fetzen das jetzt alles mal zusammen und gehen dann direkt ins Tasting, weil ich muss euch nicht 100-mal zeigen, wie ich jetzt Burger zubereite. Dafür gibt es aber geile Shots, made and created by Mahual Dorset with a great thing. Und dann gehen wir in eine strenge, detaillierte und gleichzeitig geile Bewertung. Seid ihr bereit? Let's go! Aldi-Burgerchen ist hier am Start. Wir haben hier Fleisch, Haltungsklasse 1. Ich bin mir sicher, dass Aldi sicherlich auch bessere Haltungsklassen hat, aber es ist das Beste, was gerade da war, was hier eingekauft wurde. Wir haben einen traditionellen Cheddar aus Irland dafür benutzt. Tomätchen. Wir haben Classic Burger Buns, die mit Butter verfeinert wurden. Auch alles angetoastet. Haben wieder gestampft. Wie heißt es? Gesmackt. Alter, ey, heute ist wirklich hier einmal in der Mitte durch jetzt. Ah, nicht mal ganz rosa, aber im Prinzip so, wie wir immer Burger hatten, würde ich sagen. Ne? Sieht gut aus, finde ich auch. Ich finde das Brötchen übel lecker. Ich weiß gar nicht warum. Fleisch ist okay. Die Tomaten schmecken nach sehr, sehr wenig. Aber die Gürkchen hauen dafür voll raus. Finde ich voll intensiv. Ich würde mal sagen, 5 beste, 0 schlechteste Note. Hierfür würde ich eine ganz mediummäßige 2,5 geben. 2,5 von 5 ist, finde ich, vollkommen ideal für das Aldi-Ding. Also ist viel, viel günstiger. Mehr als doppelt so günstig wie der Bio-Supermarkt. Bin ich mal gespannt, ob wir das qualitativ gleich merken. Dann machen wir mal weiter mit dem Mittelsegment, was bei uns Rewe ist in Köln. Let's Burger. Hallo, da ist der Burger fertig. Es ist der Rewe-Burger. Insgesamt bei den Zutaten für die zwei Burger sind wir ja jetzt bei 18 Euro, habe ich gerade gesehen, 18,55. Das heißt, wir sind ein bisschen teurer als vorher, haben hier aber auch jetzt Bio-Hackfleisch, Haltungsklasse 4, immer noch irischer Cheddar. Brötchen kennen wir, das sind die Brioche-Buns oder die Butchers-Buns, die wir immer benutzen, eigentlich für alle anderen Burger-Videos. Also wäre es merkwürdig, wenn es schlechter wäre. Ich weiß aber auch nicht, ob es so viel anders schmeckt, weil irgendwie vom Aussehen, sagt mal ganz ehrlich, auch in den Kommentaren, es sieht schon sehr, sehr ähnlich aus. Ne? Was halt nicht ähnlich aussieht, muss man aber auch mal dazu sagen, sind halt die Merchandise-Produkte von sturmwaffel.de, wo ihr auch mal zuschlagen könnt und uns supporten könnt, wenn ihr da einkauft. Herr Pavel, hier in die Kamera. In die Kamera gucken. Okay. Falls du da draußen also immer... Jetzt reicht's. Ich schneide das Ding jetzt an. Sieht gut aus, ne? Der Romana-Salat ist halt ein bisschen anders. Also das ist der größte Unterschied und es gibt halt jetzt eine eigene Burgersoße. Obwohl es nicht meine eigene ist, das ist von Knorr. Habe ich jetzt auch noch nie geholt. Bin mal gespannt.
Ich will jetzt halt nicht sagen, dass es ein Weltunterschied wäre. Ich finde, es schmeckt aber doch schon mal aromatischer als gerade, bin ich ehrlich. Fleisch hat halt irgendwie mehr Geschmack. Ich habe nur Pfeffer und Salz benutzt beim Anbraten, that's it. Also ich habe wirklich alles immer gleich gemacht. Von der Soße schmecke ich jetzt nicht so viel. Salat auch sehr zurückhaltend. Hier ist mal so eine Tomate, ich probiere mal. Also ich finde, das Fleisch schmeckt einfach nach mehr hier. Also davor war es jetzt nicht schlecht, aber es schmeckt nach ein bisschen mehr. Aber es ist auch nicht viel, viel besser, würde ich sagen. Ich glaube, ich bleibe hier einfach bei einer klassischen 3 von 5, wenn man jetzt das Ganze vergleicht. Weil ich bin jetzt ultra gespannt, weil jetzt gehen wir zum teuren, zu den Bio-Sachen. Die haben sogar eine eigene Fleischtheke da drin und, sogar eigene Brötchen. Es wird richtig wild, die Nummer. Wir bereiten den jetzt zu und dann schauen wir mal, wie das Ding aussieht. Es ist fertig. Guckt euch mal an, wie das Ding aussieht hier direkt. Es sieht schon aus, als wäre es, oder? Also, als wäre es Bio. So, also, aber nur ein bisschen. Das Fleisch sieht übel gut aus. Ist auch viel, viel feiner gewolft. Der Zwischenschritt zwischen klassischem Supermarkt-Hackfleisch und Mett, ne? Also, that's it. Also, es ist wirklich sehr nah dran, finde ich. Ansonsten Käse, auch ein Cheddar. Viel heller, muss man sagen, den wir hier haben. Im Gegensatz zu den anderen Cheddars ist der heller. Diese Soße sieht übel crazy aus. Das ist halt eine Bio vom Feinsten Grill- und Burger-Soße hier mit dem Bio-Siegel noch drauf. Und hat ein richtig dickes Loch. Guckt euch das mal an. Habt ihr schon mal so ein dickes Loch gesehen? Echt krass dickes Loch. Oder? Normalerweise ist ja immer so, ist diese Zitze da so drin. Guck. Ja, ich vergleiche die Löcher mal. Warte hier. Wo du dann, wenn du drauf drückst, dass ich so ein bisschen die Zitze so... Also diese ganzen Zutaten hier mit viel weniger Hack, mit viel weniger Scheibchen Käse. 24 Euro. Dafür bessere Produkte müssten es sein, ne? Schauen wir mal. Sieht zumindest wirklich sehr, sehr gut aus. Muss aber auch Miguels ersten Wortlaut, den er hier mal gerade eben gesagt hat, recht geben. So Brioche-Buns haben uns schon alle im Sturm erobert, ne? Das ist schon so ein Thema. Boah, hier passiert viel. Krass. Das hat super wenig Substanz. Es fühlt sich total leicht an. Weißt du, bei einem Burger, wenn wir diese Burger machen, so wie das Ding jetzt gerade vom Rewe, wenn wir das machen, dann fühlt sich das halt so fettig an, fest. Und es ist so, wenn du richtig ekelhaften Hunger hast, ist es so ein richtig geiles Feeling, da so reinzubeißen. Es fühlt sich an wie Luft, als wäre es nix. Aber ist ja gut eigentlich. Wenn man drauf steht, ich stehe halt auf dieses ranzige Gefühl. Das ist schon lecker. Die Burgersoße ist auch interessant, um das mal so auszudrücken. Das lässt mich total sprachlos. Ich kann das wirklich gerade nicht in Worte fassen. Es ist unfassbar leicht und fluffig. Was eigentlich ja ganz geil ist, aber das ist jetzt so subjektiv. Es ist halt ein vollkommen anderes Esserlebnis als bei den ersten beiden. Also, um jetzt hier ganz klassisch zu bleiben, es ist ja besser als dann davor. Ne? Es ist irgendwie geiler. Es ist sehr geschmackvoll. Es ist super leicht, obwohl es eigentlich ein Burger ist so. Die Soße ist wirklich sehr, sehr lecker. Und wir haben jetzt einfach mal nur die gleichen Zutaten da eingekauft. Interessant. Ich muss hier, wenn wir gerade eben eine 3 hatten, gebe ich hier, also ist weit weg von den besten Burgern, die wir hier mal gescheppert haben. Weit weg. Sicherlich, wenn man das alles selber macht und noch vom Metzger holt, selber das Fleisch macht und, ne? Aber ich gebe hier, boah, ja, ich gebe schon eine 4 von 5 im großen Kontext von allen Sachen. Also ist doch schon dann einen ganzen Punkt besser noch, wenn man noch mehr investiert für Lebensmittel. Klar, eigentlich die einfachste Erkenntnis. Ich dachte mal, hier könnte vielleicht noch eine super Überraschung rumkommen. Ist es nicht. Aber dennoch super, super interessant, meiner Meinung nach. Wie hat es euch gefallen? Habt ihr auch schon mal sowas ausprobiert? Habt ihr vielleicht regionaler andere Produkte? Haben wir hier was falsch gemacht? Ich bin mir sicher, dass Aldi zum Beispiel auch eine Burgersoße hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie keine haben. Bei uns dann höchstwahrscheinlich ausverkauft. Wie gesagt, es wurde hier alles durchsucht und vernünftig eingekauft. Lasst gerne ein Like und lasst ein Abo da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut auf jeden Fall rein und tschüss. Das Video ist vorbei. Ist aber nicht schlimm. Like mein Scheiß und lasst ein Abo da. Guck mehr Videos, guck mehr Videos, mir fällt nichts mehr ein, tschüss.